Hallo! Ich zeige euch heute, wie ihr TikTok am besten einstellt, wenn ihr eure Privatsphäre schützen wollt. Wenn ihr euer TikTok-Profil öffnet und oben rechts auf die drei Punkte klickt, öffnen sich eure Einstellungen. Klickt auf den Menüpunkt Datenschutz. Mein wichtigster Tipp an euch, stellt euer Konto auf Privat. Dann kann nicht jeder im Netz eure Videos sehen, sondern nur von euch bestätigte Personen. Damit euer Konto anderen Benutzern nicht einfach vorgeschlagen wird, könnt ihr diese Funktion deaktivieren. Direkt darunter könnt ihr unter dem Punkt Kontakte finden einstellen, ob TikTok sich mit euren Telefonkontakten synchronisieren soll. Diese Funktion könnt ihr deaktiviert lassen, um eure und auch die Daten eurer Freunde zu schützen, die TikTok gar nicht verwenden. Unter dem Punkt Sicherheit könnt ihr einstellen, wer euch direkt anschreiben kann. TikTok bezeichnet all die Follower, denen ihr ebenfalls folgt, als Freunde. Möchtet ihr von denen jedoch auch nicht kontaktiert werden, setzt den Haken bei Niemand. Wenn ihr euer Konto auf Privat gestellt habt, kann niemand einen Stitch mit euch aufnehmen. Das heißt, niemand kann Teile eures Videos in die eigenen Videos einbinden. Trotzdem ist es zu empfehlen, hier den Haken bei Niemand oder nur bei euren Freunden zu setzen. Für den Fall, dass ihr euer Konto irgendwann mal öffentlich stellen möchtet. Das gleiche gilt für Duets. Ihr könnt festlegen, dass, falls euer Profil mal öffentlich werden sollte, niemand ein Duett aufführen kann. Wer sehen kann, welche Videos ihr mit einem Like versehen habt, könnt ihr ebenfalls einstellen. Allerdings habt ihr hier nur die Auswahl zwischen alle können es sehen oder nur ihr selbst. Für mehr Privatsphäre stellt den Haken bei nur ich ein. In den Datenschutzeinstellungen könnt ihr auch einstellen, wer eure Videos kommentieren darf. Wenn ihr nicht möchtet, dass das jeder Nutzer kann, setzt den Haken entweder bei Freunden, so können nur eure Follower, denen ihr auch zurückfolgt, eure Videos kommentieren. Oder bei Niemand, falls ihr die Kommentarfunktion deaktivieren möchtet. Zusätzlich könnt ihr auch einen Kommentarfilter aktivieren, der Spam und beleidigende Kommentare verbirgt. Wenn ihr die Funktion Schlüsselwörterfiltern aktiviert, könnt ihr auch eine Liste mit bestimmten Wörtern festlegen, die in Kommentaren unter euren Videos nicht auftauchen sollen. Geht wieder zurück in die allgemeinen Einstellungen. Hier könnt ihr im Menüpunkt Sicherheit die Sicherheitshinweise einsehen oder checken, welche Geräte mit eurem Profil verknüpft sind. Wenn ihr in den allgemeinen Einstellungen runterscrollt, findet ihr den Menüpunkt Digital Wellbeing. Hier könnt ihr die Bildschirmzeit für TikTok oder die Inhalte anpassen. Bei einem festgelegten Zeitlimit für die Bildschirmzeit werdet ihr nach Ablauf dieser Zeit nach der Eingabe eures Passcodes gefragt, wenn ihr die App weiter nutzen möchtet. Um diese Funktion ganz zu deaktivieren, werdet ihr ebenfalls nach diesem Passcode gefragt.